Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play World of Warcraft. Ja, dieses Mal geht es in keiner Instanz. Nein, ich wollte jetzt mal eben hier noch die restlichen Sachen einfach fertig machen. Ihr seht schon, ich habe jetzt hier in der Zwischenzeit eben Kräuterkunde fertig gemacht. Dadurch auch das neue Achievement Handwerksfachmann, dass wir 300 in einem Beruf erhalten sollen. Gut, wir haben jetzt natürlich ein bisschen mehr, da wir Taucher sind, aber im Grunde stimmt's ja schon. Und ich bin hier vor einem Rahmen, ob sogar stehen geblieben. Deswegen kann ich den ja mal noch eben machen. Der gibt wieder ordentlich Erfahrung und damit stehe ich ja jetzt auch schon wieder bei 68%. Also das ist hier auf jeden Fall lohnenswert. Und jetzt kann ich hier auch aus dem Krater raus. Denn es geht jetzt in die Hauptstadt zurück. Da werden jetzt die ganzen Sachen mit den Berufen und Post und Auktionshaus, alles Mögliche wird heute jetzt gemacht. Lehrer, so, dann schaue ich erstmal. Mir hat jemand Gold geschickt. Okay. Ja, wow, 2000 Gold. Dankeschön. Okay. Ich lasse das jetzt hier mal einfach noch das, drin. Ich muss es erstmal fassen, so. Okay, cool. Danke. Und es wurden wieder ein paar wenige Glyphen verkauft. Naja, gerade nur die billigen. Der Magiestoff wurde auch verkauft. So. Dann wähle ich jetzt hier mal noch die anderen Sachen an. Bis auf das Gold. Ja, echt nett. Hier von Heidi. Weiß nicht, wer das ist. Aber cool. So. Jetzt öffne ich die ganzen anderen Briefe mal und hol die Post raus. So, das werde ich bestimmt noch gut gebrauchen können. Vor allem, wenn es dann ans Flugmachen geht. So, und ich werde dich nicht enttäuschen. So. Jetzt schaffe ich hier erstmal auf die Bank die Reste. Ah ne, ich räume erstmal auf und schaffe die Sachen ins Auktionshaus. So, was gibt's denn jetzt hier für eine Quest? Wahrscheinlich verwüstet. Ach ne, Silithus. Silithus. No, not a bit. Okay. So, hier vor meinem Haus feuern die auch schon wieder ordentlich rum. Anscheinend ist bei denen schon wieder Silvester. Bei mir ist es ja noch nicht so richtig. Weiß nicht, was die da machen. Okay, hier kann ich jetzt den neuen Ring anlegen. Jetzt muss ich hier mal irgendwie wieder Ordnung reinbringen. Ich weiß gerade gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll. Doch, eigentlich schon. Eigentlich schon. Wie kann ich euch helfen? So, genau. Ich verkaufe jetzt nämlich erstmal hier wieder die ganzen Sachen. Ach, das Bier, das konnten wir ja gar nicht irgendwie gebrauchen. Ich weiß, dass es da mal auch ein Bier gab, womit man sich verwandeln konnte. Ja, den Ranzen habe ich noch gar nicht aufgemacht. Ja, genau, ich habe hier auch ein paar Runenstoffverbände hergestellt. Hier sind wieder Kräuter, bla bla bla. Bla bla bla. Das brauche ich nicht. Ding. So, hier scheint alles okay zu sein. Bis auf den Raptor-Punsch, den benötige ich natürlich nicht mehr. Das brennende Pech genauso wenig. So, Herz des Feuers, ja, das wird verkauft. Hier waren alle Verkaufssachen drin, okay. Für Ich habe Ikari. selbst nach dem Aufräumen hier noch ein ordentlich volles Inventar. Und das ist jetzt irgendwie nicht so das, was ich benötige. Ausdauer, Trefferwertung und Intelligenz. Naja, ich nehme es mal dann für das Castle Equip mit. So, ja, hier war ja nichts mehr außer dem Geschenk. Hier findet ihr die besten Preise, was So, ihr jetzt stelle braucht. ich hier mal eben wieder die Glyphen rein. Das kann ich auch mal wieder zeigen. So, es würde sich natürlich eignen, wenn man hier dazu ein Add-on verwendet, also Auctionator, Auctioneer. Was gibt's denn noch? Auction Master, Auction Light. Ja, das gibt's ja einen Haufen Quatsch. Weil hier, das Problem ist, man sollte immer unter dem Preis vom Sofortkaufpreis und auch möglichst unter dem Gebotspreis sein, weil manche Leute,
Die sortieren das hier nach dem aktuellen Gebot. Und dann haben die das zwar hier nach dem Gebot sortiert, oh, und denken sich, ja, oh, super, das kaufe ich mal. Dabei ist das vom Sofortkaufpreis halt eigentlich teurer. So, und wie kann ich jetzt eigentlich wieder richtig sortieren? Das ist jetzt eine gute Frage. Jetzt scheint sie wieder sortiert zu sein, keine Ahnung. Ich glaube, das sortiert jetzt primär eben nach den Typen und danach nach dem Sofortkaufpreis. Glaube ich zumindest. So, und jetzt müsste ich halt die ganzen Sachen hier einzeln wieder reinstellen und schauen, dass es unter dem Preis ist und unter dem Preis. Und das würde jetzt wieder ewig dauern. Deswegen, oh, ich habe nur mal kurz erklärt, was ich da eigentlich immer so mache. Denn diese ganzen Glyphen jetzt hier reinzustellen, das dauert ohne Add-on. Ich wollte jetzt hier halt auch nicht unbedingt so viele Add-ons vorstellen, ohne sie irgendwie vorher mal so gezeigt zu haben. Ansonsten kommen da immer Fragen, hey, wie stellst du das ein und so. Das ist ja auch ganz nett gemeint, ja, und ich helfe euch da bestimmt auch gerne weiter. Aber da sitzt man dann doch, also meiner Meinung nach sitze ich dann zu lange da dran, für eben die Add-on-Fragen zu beantworten. Und da mache ich lieber andere Dinge, zum Beispiel Let's Plays aufnehmen. Oder normale Kommentare beantworten. Jo. Ich bedanke mich hier auch für alle Kommentare, Unterstützung, Daumen hoch, Aufrufe, ist alles super von euch. Wollte ich mich mal bedanken. Jo. Ruhm der Horde. Kräuterkunde Mais ist ja jetzt auch drin. Super. Damit haben wir jetzt mehr Kräuterkunde-Fähigkeit und wir können jetzt bis wohin? 390 geht jetzt hoch und Lebensblut hat auch einen neuen Rang. Dadurch bekommen wir ja auch Tempowertung. So, und ich glaube, ich kann ja auch bei Inschriftenkunde schon was Neues erlernen. Genau. Inschriftenfachmann. Aber ich kann noch nicht das Neue. Das Neue kann ich noch nicht. Deswegen werde ich jetzt hier einfach mal nochmal schauen. So, hier natürlich. Vielleicht ist eine neue Glyphe dabei. Vielleicht auch nicht. Glyphe-Rechtschaffenheit erlernt. Okay, das ist doch super. So, jetzt habe ich hier noch das ganze Equipment. Das ganze Equipment muss natürlich auch mal wieder in der Bank sortiert werden. Das werde ich jetzt machen. Danach werde ich mal schauen, ob ich hier irgend ein paar Kräuter noch zerstoßen kann und vielleicht noch den einen oder anderen Punkt in Inschriftenkunde hinzugewinne. Ansonsten werde ich mal offscreen Kräuter einkaufen, weil ich habe keine Lust, die einzusammeln. Nein. Ich gucke hier auch alle 5 Sekunden in den Briefkasten, ja? Das hat mich jetzt hier so erstaunt. Das gibt's ja echt nicht. So, das lege ich mal hier rein. Falls es irgendwann wieder besser wird als das andere Trinket. Das wollte ich verkaufen. Ah, ich habe hier schon fast keine Ordnung mehr. Ja, hier ist der ist doch schon deutlich besser als der vorher. Deswegen werde ich den beim Händler verkaufen. So, was ist hier mit dem? Ich weiß gar nicht, wie ich so den habe. Den werde ich einfach beim Händler loswerden. So, Lederhosen. 10 Intelligenz und 10 Tempowertung. Was haben die? Die haben nur Intelligenz, deswegen kann ich die mal austauschen. So, die kommen jetzt hier mit hoch. Ah, ich brauche größere Taschen. Oder bessere Ordnung. So, Streitkolben habe ich glaube ich noch nicht. So, hier ist die Offhand. Was haben wir denn jetzt für eine Offhand? Die hat 7 Intelligenz. Dafür hat die. Ja, ich nehme die mal. Die hat zwar eine Intelligenz weniger, aber dafür 5 kritische Trefferwertung mehr. So, das wird auch verkauft. Goldenen Sonnensamen lege ich mal hier hin. Jetzt das Feuer hier hin. Blub, 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 blub. So. Die Sachen kommen ins Auktionshaus. Auktionshaus. 8 Intelligenz und 8 kritische Trefferwertung.
Heiler mache ich eh nicht, deswegen ist die Trefferwertung dort besser. Wird auch verkauft. Und wieso ist es eigentlich hier? Das kommt ja zum Auktionshaus. Das kommt zum Händler, weil ich die Rolle der Beweglichkeit. Obwohl, nee, die behalte ich doch. Ah, wo soll sie denn hin? Lege ich sie mal hier hin. 8 Intelligenz, 7 kritische Trefferwertung. Oh, 7. Ja, da sind die doch besser. Die sehen auch irgendwie cooler aus. Meiner Meinung nach. So, das wird wieder im Auktionshaus vertickt. Und die Glyphe auch. Okay, cool. So, jetzt muss ich hier eben irgendeinen verrückten Händler finden, der mir den ganzen Mist abkauft. Gehe ich einfach mal ins Gasthaus. Es kauft ja auch irgendwie jeder alles. Zug, Zug. Genau. Ich könnte auch mal hier die ganzen Sachen kaufen. Da gibt es einen Chief. Wieso überlege ich eigentlich schon bei den Twings über Achievements. Ich habe auf meinem Main eigentlich schon ja genügend. Da brauche ich die nicht noch auf den Twings hier machen. So, was kann ich denn jetzt überhaupt malen? Das Splintkraut, okay, gut. Ja, da waren auch wieder ein paar ordentliche Sachen dabei. Kann ich jetzt hier überhaupt noch irgendetwas anderes malen? Ja, das Sonnengras geht noch. Aber ansonsten sieht's duster aus. So, dann stelle ich mal noch die material vorhandenen Sachen her. Wo ist es denn? Ja, Firmament-Tinte gibt's hier noch. Und dann haben wir noch Elfenbein-Tinte, aber ich glaube nicht, dass wir die benötigen. Ne, sieht nicht so aus. So, damit Glyphe Sternenfeuer, die kennen wir schon. Und ich mache mir hier noch Fertigkeit erhöhen. Ja, die Rolle könnten wir jetzt hier herstellen. Aber ich meine, das Verhältnis hier ist auch gut. Deswegen habe ich jetzt auch schon 226. Und deswegen gibt es nochmal neue Rezepte. Und das sieht jetzt auch nach dem letzten Stück aus, was ich hier mache. Also, ich informiere euch schon mal, was ich jetzt offscreen mache. Ich werde die ganzen Sachen wieder ins AH stellen und mal schauen, ob ich da mal wieder auch was Teureres verticken kann. Aber es ist halt auch so, wenn man da nicht jeden Tag schaut, ist es auch nicht immer so perfekt. Also man sollte da schon immer mal schauen und vor allem auch einen Add-on dafür haben. What the fuck? So, die neuen Sachen. Buch der Sterne. Ich werde mir wahrscheinlich eh nichts herstellen. Ist auch eh nicht so geil. Eine neue Tinte. Okay. Rubinfarbene Pigmente. So, Eisblock für Magier. Rückzug für Hunter. Feuerschlucker. Was ist das? Hey, das ist cool. Der Use-Effekt ist bestimmt nett. Und 10 Intelligenz und 9 kritische Trefferwertung ist ja auch dabei. So, Rolle der Beweglichkeit und ein schattenhaftes Tarot dadurch Dämonenkarten. Ich hoffe ja, dass ich bald die WOTLK-Kräuter malen kann. Das dauert zwar noch ein Stück, aber dafür habe ich dann 5 Gildenbankfächer voll. Denn ich brauche noch mit meinem Main ein paar Sachen für, wie heißt's, Dunkelmondjahrmarkt, damit ich endlich wahnsinnig werde. Da freue ich mich schon. Okay, dann hier mal weiter. Und jetzt kann ich ja auch die ganzen Kräuter verarbeiten, die ich hier noch irgendwie verwerten kann. Da waren auch schon wieder saphirfarbene Pigmente, glaube ich, dabei. Ich glaube, ich habe jetzt alles verarbeitet, was hier irgendwie noch vorhanden ist. Oder? Ich schaue noch. Ah, ne, hier. Nochmal viermal Traumblatt ist drin. Und dann hat sich das auch.
Okay, cool. Wo ist es denn jetzt? Ich bin gerade vollkommen hier. Okay. Feuertinder, yay. Die andere können wir anscheinend aber noch nicht herstellen. Aus den silbrigen Pigmenten. Das bringt uns hier nur eine Steigerung von 2. Deswegen werde ich jetzt einfach mal eins davon herstellen und dann eine Rolle der Beweglichkeit. Ja, dadurch bekommen wir aber sogar 2 und dadurch habe ich 230 und kann wieder was Neues lernen, hoffentlich. Yay, Kreuzfahrer Stoß für Paladin und Magiebannung für Priester. Also auch ganz nett. Und ab 235 gibt es wieder was Neues. Jo, mal schauen. Ich werde das jetzt hier wahrscheinlich direkt mal auf 300 hochdrücken oder so. Muss ich mal schauen. Bin ich mir noch nicht so sicher. Ich denke aber schon. Weil ich jetzt eh nicht mehr kräutern gehen werde, lohnt sich das auch eigentlich nicht, damit jetzt noch hier irgendwie groß zu warten. Es sind jetzt auch ja nur noch 67 Punkte. Wenn ich mich nicht schon wieder irgendwie getäuscht habe. Und die Dämonenkarten kann ich auch irgendwie verkaufen und so. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Dann geht es ja auch wieder ordentlich weiter mit Instanzen und viel mehr Action. Bis dahin, ciao.